weiß, dass viele, die hier stehen, Probleme mit Politik und Parteien haben. Das kann ich wunderbar nachvollziehen, auch wenn ich sehr, sehr lange schon Politik mache. Mich ärgert auch vieles. Aber wie viele von euch, ich bin selber kommunale Mandatsträgerin hier in Frankfurt, in Bockenheim sitze ich im Ortsbeirat, ganz, ganz klein. Aber ich weiß, wie groß die Einflussmöglichkeiten sind. Ich habe gestern Abend Ortsbeiratssitzung gehabt, wenn ich da die Hand hebe, dann wird auch was entschieden. Wir müssen dahin gehen, wo entschieden wird. Und das sind die Parlamente. Wir müssen da Einfluss gewinnen. Deswegen kann ich das nur unterstützen. Die politischen Prozesse, so eklig sie einem manchmal vorkommen. Ich stehe auch manchmal davor und sage, nee, das sind blöde Diskussionen, das sind alte Säcke, die mir irgendwas erzählen wollen von Sachen, von denen sie keine Ahnung haben. Aber wir müssen da dranbleiben. Und ich glaube, dass es keinen anderen Weg gibt, als genau wie wir das jetzt hier machen, rauszugehen und dafür einzutreten. Und es gibt keinen anderen Weg, als die Politiker in den Parlamenten unter Druck zu setzen und zu sagen, bitte entscheidet in unserem Interesse. Wir sind verdammt viele, das haben wir am Samstag gesehen, in ganz Deutschland sind irre viele Menschen auf die Straße gegangen, von denen die vielleicht auch sonst nicht viel Interesse an Politik haben. Diesen Schwung müssen wir mitnehmen, wir müssen die gesellschaftliche Debatte bestimmen. Wir müssen in Deutschland sagen, wie wir das Recht möglicherweise, wenn wir es müssen, umsetzen wollen. Und wir haben da noch Möglichkeiten. Das Ganze ist jetzt für mich relativ spontan. Ich war gerade dabei, einfach von der Arbeit nach Hause zu gehen und sehe einfach nur, ja, wieder spontane Demonstration, gehe ich hin. Ich habe gestern auf Twitter gesehen und dachte, ich werde nicht mehr. Uns wird vorgeworfen, dass wir gekauft sind, dass wir nur Bots sind, dass wir einfach nur eine komplette Fake-Kampagne sind. Aber... Ja. Ah, vielen Dank. Okay, nochmal vorne. Also uns wird vorgeworfen, dass wir gekauft sind, dass wir Bots sind, dass wir eine Fake-Kampagne sind. Aber was habt ihr gestern auf Twitter gesehen von der Frau Reda? Sie hat die Bilder gepostet. Die Einladung zum Essen von den Verwertern. Einen Tag davor. Ist das ein Zufall? Ich meine nicht. Die Werbung auf den Bushaltestellen, die Werbung auf den Taxis. Sowas macht mich sauer. Uns wird sowas vorgeworfen, dass wir gekauft sind. Aber selber machen sie so eine Scheiße. Wenn uns jemand vorwirft, eine fremdgesteuerte Kampagne zu sein, für irgendwelche Hinterzimmerinteressen, und wenn ich dann solche Dinge höre, wie das, was in Brüssel passiert ist, dann muss ich sagen, ist den Leuten offensichtlich ihre Realität durchaus bewusst und sie sollten sich halt angewöhnen, zu akzeptieren, dass wir da anders funktionieren. Dass man uns nicht kaufen kann, uns nicht kaufen muss, sondern dass wir hier nicht als Freunde von Facebook und Google auftreten, weil zu Facebook und Google hätte ich in einer anderen Diskussion sicherlich noch sehr, sehr viel zu sagen. Als Pirat zum Thema Privatsphäre, zum Thema Datenschutz, auch zum Thema Monopolisierung und so weiter und so fort. Die Politik in Brüssel hat es dort bisher an Maßnahmen fehlen lassen, dort wirklich negative Entwicklung Einhalt zu gebieten. Jetzt aber die eigene Unfähigkeit quasi herzunehmen und zu begründen, dass man ja mit diesen untauglichen Maßnahmen etwas gegen Google und Facebook zu tun beabsichtige, ist geradezu hohn. So, damit ich mich nicht weiter aufrege, gebe ich jetzt mal das Megafon weiter und werde sehen, vielleicht rege ich mich nachher noch ein bisschen mehr auf zusammen mit euch. Danke, dass ihr gekommen seid. Das so kurzfristig. Ich habe am Samstag gesagt, hoffentlich sehen wir uns nicht nächste Woche wieder. Tut mir leid. Da stehen wir. Ja, ich bin halt, ja, das Demogeld kommt immer bei mir an. Also, nein. Wir haben ja heute Morgen gesehen, die gesehen haben, die den Stream zugeschaut haben, wie der Daniel Caspari sich echauffiert hat, dass man würde ihm unterstellen, er hätte behauptet, er hätte gesagt, die Demonstranten seien bezahlt. Dabei hat er doch nur gesagt, dass eine NGO bis zu 450 Euro für die Demo-Teilnahme zahlt. Wer das versteht, es ist auch wirklich unfair, dem Daniel Caspari zu unterstellen, er behauptet, die Demonstranten wären bezahlt, wo er doch nur sagt, die Demonstranten sind bezahlt. Ja, ich bin halt, ja, das Demogeld kommt immer bei mir an. Wir haben ja heute Morgen gesehen, die gesehen haben, die den Stream zugeschaut haben, wie der Daniel Caspari sich echauffiert hat, dass man würde ihm unterstellen, er hätte behauptet, er hätte
gesagt, die Demonstranten seien bezahlt. Dabei hat er doch nur gesagt, dass eine NGO bis zu 450 Euro für die Demo-Teilnahme zahlt. Wer das versteht, der... Das ist... Nein, also es ist auch wirklich unfair, denn Daniel Gaspari zu unterstellen, er behauptet, die Demonstranten wären bezahlt, wo er doch nur sagt, die Demonstranten sind bezahlt. Aber viel schlimmer fand ich, was heute Morgen in der FAZ stand. Dass es in Wirklichkeit bei der Urheberrechtsreform einen dreckigen Deal gab, dass eine Abmachung zwischen Altmaier und Franzosen gab, der Frankreich, dass man gesagt hat, Deutschland stimmt der Reform zu, mit Uploadfilter, obwohl es gegen den Koalitionsvertrag verstößt. Und dafür im Gegenzug sagt Frankreich Ja zu Nord Stream 2 und zu der EU-Gasverordnung, Gasrichtlinie, die auch diskutiert wird im Parlament. Das ist ein Kuhhandel auf Kosten von Menschenrechten. Das kann eigentlich in einer Demokratie wie Europa eigentlich überhaupt nicht geben. Das darf es nicht geben. Und das wird es mit uns, wir werden so lange auf die Straße gehen, bis es wirklich sowas nicht mehr gehen kann. Zumindest ich werde es tun. Denn ja, die Reform, so wie sie beschlossen wurde, verstößt gegen die Menschenrechte. Ja, ich bin halt, ja, das Demogeld kommt immer bei mir an. Also, nein. Wir haben ja heute Morgen gesehen, also die gesehen haben, die den Stream zugeschaut haben, wie der Daniel Gaspari sich echauffiert hat, dass man würde ihm unterstellen, er hätte behauptet, er hätte gesagt, die Demonstranten seien bezahlt. Dabei hat er doch nur gesagt, dass eine NGO bis zu 450 Euro für die Demo-Teilnahme zahlt. Wer das versteht, der... Das ist... Nein, also es ist auch wirklich unfair, denn Daniel Gaspari zu unterstellen, er behauptet, die Demonstranten wären bezahlt, wo er doch nur sagt, die Demonstranten sind bezahlt. Aber viel schlimmer fand ich, was heute Morgen in der FAZ stand. Dass es in Wirklichkeit bei der Urheberrechtsreform einen dreckigen Deal gab, dass eine Abmachung zwischen Altmaier und Franzosen gab, der Frankreich, dass man gesagt hat, Deutschland stimmt der Reform zu, mit Uploadfilter, obwohl es gegen den Koalitionsvertrag verstößt. Und dafür im Gegenzug sagt Frankreich Ja zu Nord Stream 2 und zu der EU-Gasverordnung, Gasrichtlinie, die auch diskutiert wird im Parlament. Das ist ein Kuhhandel auf Kosten von Menschenrechten. Das kann eigentlich in einer Demokratie wie Europa eigentlich überhaupt nicht geben. Das darf es nicht geben. Und das wird es mit uns, wir werden so lange auf die Straße gehen, bis es wirklich sowas nicht mehr gehen kann. Zumindest ich werde es tun. Denn ja, die Reform, so wie sie beschlossen wurde, verstößt gegen die Menschenrechte. Mit dem Upload-Filter, der da gekommen ist oder kommen wird, kommt zwar keine staatliche Zensur, aber eine private Zensur. Und eine Zensurinfrastruktur lehne ich ab. Die Zensur behindert freie Meinungsäußerung. Egal, ob sie von Privaten betrieben wird oder von dem Staat selbst. Und zweitens, die Beschwerde, ob was zu Recht oder ungerecht abgelehnt worden ist, ist bei den Privaten auch selber. Und das ist eine Verletzung des Rechtes auf gerichtlichen Richter, gesetzlichen Richter, das Menschenrecht. Und ich habe schon gesagt, wenn das jetzt in Deutschland wirklich kommen wird, und wir haben noch die Chance, das zu verhindern, aber wenn das kommen wird, dann strebe ich das so lange zu klagen, bis ich vor dem Europäischen Gericht für Menschenrechte angekommen bin. Ich habe schon zwei Verfahren gegen Russland laufen wegen Netzsperren. Das wird noch einer, das ist nie so schlimm. Das ist in Summe geht das. Und das ist ja nur der Anfang. Also ich habe gesagt, wir können das noch verhindern. Warum sind wir hier? Warum? Es ist Frust. Es ist Frust, dass unser Protest nicht gehört worden ist. Und ich würde sagen, noch mal sagen, wir wollen keinen... Wir wollen keinen...
wollen keinen Uploadfilter! Wir 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 wollen keinen Uploadfilter! Vielen Dank. Es ist doch viel zu statisch hier. Wir müssen auch ein bisschen mal zwischendurch regeln. Ja. Was jetzt passiert ist, das EU-Parlament hat zugestimmt mit prozeduralen Tricks. Es wurde einiges gemungelt, es will gar nicht in Detail gehen, aber am Ende hat man gesehen, für den Artikel 13 war nur eine hauchdünne Mehrheit von 5 Stimmen. Und die Abstimmung wurde so lange offen gelassen von EVP-Versammlungsleitung in dem Moment, bis diese 5 Stimmen auch tatsächlich da waren. Und das ist echt nicht demokratisch, wenn man zu Verfahrenstricks greifen muss, um eine Abstimmung durchzudrücken. So, aber jetzt muss noch der EU-Council, der EU-Rat zustimmen. Und da kann Deutschlands Stimme entscheidend sein. Da kann es sein, wahrscheinlich am 9. April passiert diese Abstimmung, das kann sein, dass wenn Deutschland mit Nein stimmt, dass es dann diese komplette Reform für den Lokus ist, für die Muklatur, die es ja eigentlich ist. Und da gehört sie auch hin. Und deswegen gehen wir bis dahin auf die Straße und mal gucken, was wir genau da planen werden. Aber wir werden, das ist nicht heute nicht der letzte Protest, dazu spreche ich. Und es ist auch nicht das letzte, jetzt was vor der Europawahl ansteht, was unser Internet kaputt machen möchte aus Europa. Ich habe da schon am Samstag angefangen, aber ich wiederhole mich gerne. Und ja, auch ich wiederhole die Vorredner. Am 26. Mai sind Europawahlen. Und das ist unsere aller Chance, die Verhältnisse zu verändern. Hingehen und eine Partei wählen, die nicht für gestern steht, sondern für die Zukunft. Mein Name ist Gregory Engels, ich bin Europalistenkandidat der Piratenpartei. In eigener Sache sage ich, ich will Piraten. Hallo, ich bin Julian. Hallo Julian. Damit ich schon mal hier einen Namen habe. In Brüssel werde ich vielleicht bestenfalls als ein von Google bezahlter Bot bezeichnet. Noch näher. Ich bin eigentlich ein eher schüchterner Mensch, halte mich eher zurück. Und auch so vor vielen Leuten zu sprechen, fällt mir ehrlich gesagt vergleichsweise schwer. Es ist mir unangenehm, aber ich habe das Gefühl, es ist notwendig geworden, dass auch jemand wie ich anfängt, vor den Leuten zu sprechen und nicht mehr zu schweigen. Die Politiker in Brüssel haben hiermit bewiesen, dass sie uns nicht ernst nehmen. Aber genauso haben wir gemerkt, wenn die Abgeordneten der CDU auf einer solchen Ebene nicht mehr diskussionsfähig sind, dann haben sie dann bewiesen, dass sie Angst vor uns haben. Sie haben Angst vor uns, weil wir viele sind, weil wir wütend sind und weil wir laut sind, weil wir für die Demokratie stehen. Seid ihr eigentlich, also ihr macht im Prinzip eine Sache, wo ihr einen Upload-Filter braucht, das eine künstliche Intelligenz braucht, die so vielleicht Google, Facebook, Amazon so grob hinkriegen, ja, weißt du, auch für viel, viel Geld. Und dann geht das aber nur in Europa, aber das sind keine europäischen Firmen. Das heißt, im Grunde genommen baut ihr ein Monopol, das aber nicht hier ist. Das kam mir dann so ein bisschen komisch vor. Aber ja, also wie gesagt, das lässt sich bestimmt alles, also es gab da so einen schönen alten Chaos Computer Club Vortrag, da hieß es immer, für jedes technische Problem gibt es eine politische Lösung. Scheinbar gibt es jetzt auch für jedes politische Problem eine technische Lösung, zumindest in den Köpfen von den Leuten, die künstliche Intelligenz nicht verstanden haben. Durch eins. Das, was passiert im EU-Parlament, das ist kein Angriff, das ist nicht nur ein Angriff aufs Internet. Das ist nicht nur ein Angriff auf unsere Menschenrechte. Nein, das ist ein Angriff auf die Stabilität und die Solidarität Europas. Denn was damit passiert ist, dass Europa, wenn schon jetzt destabilisiert ist, auseinanderbricht. Und das will wirklich
wirklich keiner hier. Keiner will Krieg. Wir wollen alle Frieden und ich hoffe, ihr stimmt dafür. Und deswegen haben Leute, mir ist eine Sache aufgefallen in den letzten Tagen, aber auch in den letzten Wochen, und die ist sehr wichtig und die wird leider viel zu selten erwähnt. Letzte Woche hat die ARD eine Umfrage gemacht, das Morgenmagazin hat Statistiken veröffentlicht, wer ist für Uploadfilter und wer ist dagegen. Und da gab es eine Zahl, die sehr wichtig war, aber die wenig Beachtung findet. 44% der Deutschen weiß überhaupt nicht, worum es geht. Die können das gar nicht beurteilen. Und ich habe es am Wochenende selbst wieder erlebt. Ich habe mit meinen Eltern gesprochen und ich habe gestern mit Freunden gesprochen und auch Leuten, die ich kenne, die älter sind. Viele von denen sagen immer, ja, ich habe davon gehört, da gibt es eine Diskussion und so weiter, aber ich weiß gar nicht, worum es geht. Und darum auch meine Bitte, nutzt alle möglichen Gelegenheiten, gerade auch den älteren Generationen, die Thematik zu erklären, in einer einfachen Sprache, die auch Leute verstehen, die mit dem Internet wenig zu tun haben. Hallo, also für diejenigen, die mich noch nicht kennen vom Samstag, ich bin Andreas von Foren gegen Uploadfilter. Wir sind eine Initiative von mittlerweile, ich glaube, knapp 500 Foren mit 19,5 Millionen Usern. Was mich hier sehr gefreut hat heute Abend ist, dass mehrfach das Thema Foren und kleine Communities hier angesprochen worden ist. Denn wenn man von den Politikern immer hört, insbesondere von Axel Voss oder von Helga Trüppel oder wer auch immer von der CDU da meint, befähigt zu sein, irgendwas dazu zu sagen, aber keine Ahnung davon hat, dass immer wieder vorkommt, ja, es geht uns ja nur um die Großen. Es geht uns um YouTube, es geht uns um Facebook. Dass man aber das Gesetz, Artikel 2 Absatz 5, so breit aufgestellt hat, dass es unglaublich viele Plattformen treffen kann. Das ist anscheinend ein Kollateralschaden, den man einfach so hinnimmt. Viele kleine Foren werden meistens von Privatpersonen betrieben. Sie sind Heimat für Millionen von Usern, haben unglaublich viel Wissen gesammelt. Und die können sich das in keinster Weise leisten, hier mit der ganzen Welt Lizenzen abzuschließen oder Uploadfilter einzukaufen. Wenn man sich das mal anschaut, was allein für Bilder, da gibt es zum Beispiel von TinEye, ist ein Anbieter, da kostet die kleinste Variante $200 pro Monat. Die sollen eine kleine Plattform, die vielleicht 200 Euro und Gesamtumsatz macht, das überhaupt leisten können. Und das macht mich ehrlich gesagt wütend, dass man hier die kleinen Plattformen einfach total ignoriert. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen sind der Motor der europäischen Digitalwirtschaft. Ich bin so eine Art Hobbykünstlerin gelegentlich und ich kenne mehrere Menschen, die das auch sind. Und ich kenne auch Menschen, die damit ihr Geld verdient haben, also auch so Kleinunternehmen gehabt haben. Und keine Ahnung, Schnittmuster für Kinderklamotten etc. erstellt haben. Und Leute, die sich ihre Existenz darauf aufgebaut haben, so künstlerisch in kleinerem oder größerem Maße was zu machen. Und sowas wie Artikel 13 etc. Tut ja immer so, als wäre es für die Künstler und für die Urheber. Aber was das in Wirklichkeit tut, ist all diese Leute und relativ viele Leute, die ich da kenne, davon abbringen, das weiterhin zu tun oder zumindest im Internet zu veröffentlichen. Ich habe eine Freundin, die hat jetzt ihr Unternehmen erstmal eingestellt, weil sie so jetzt nicht erwarten kann, da noch Geld zu verdienen und stattdessen sich einen anderen Job sucht. Wie die Vorredner schon gesagt haben, ich wollte nur einfach nochmal betonen, bitte sagt es den Leuten weiter, weil wir alle, die hier sind, wir sind aus dem Grund hier, wir wissen, was wir wollen, aber ich finde es unglaublich wichtig, vor allem meine Eltern hatten zum Beispiel keine Ahnung, ja, bist du jetzt dafür, bist du dagegen? Man muss die Leute aufklären, vor allem die Leute, die anders als die meisten von uns vermutlich nicht direkt mit der Technik aufgewachsen sind, so wie sie jetzt vorhanden ist, einfach dieses Wissen, diese Kritik weitergeben, damit die Leute wissen, warum sie vielleicht anders wählen sollten dieses Mal. Das ist einfach alles. Bitte geht wählen, wie schon vorher gesagt. Ihr wisst, was zu tun ist. Dankeschön. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Dem Gregory brennt noch was unter den Nägeln. Wollt ihr ihn noch mal hören? Ja! Das ist aber schön. So, ich habe euch jetzt halbe Stunde Interviews geführt, zum Teil über Skype mit russischen Medien und mit anderen. Und mir ist ein bisschen was klar geworden hier. Ich habe gehört, dass hier ein bisschen so Unmut auf die Presse herrscht. Dass es zum Teil vielleicht berechtigt, dass man sagt, was die FAZ mit den vier Leitern
aus, was die Bild geschrieben hat und was andere geschrieben haben. Man hat... Genau, Bild ist scheiße, absolut. Aber das, man muss es ja nicht lesen, Gott sei Dank. Aber zu sagen, wenn man sagt, das ist alles nur Lobbyisten gesteuert und gekauft oder sogar, wie eine komische Partei sagt, das wäre eine Lügenpresse, das ist einfach falsch. Weil es ist einfach eine Inkompetenz an der Stelle. Das kann ja passieren. Aber die Inkompetenz bedeutet nicht, dass sie böse sind. Es bedeutet, dass die einfach sich nicht für das Thema genug interessiert haben, um eine differenzierte Meinung richtig zu haben. Es liegt daran, dass sie eben die Welt durch die eigene Brille haben, aber welche Brille sollten sie sonst haben? Das ist auch schwierig. Deswegen müssen wir den Dialog suchen. Wir dürfen nicht sagen, das ist eine Lügenpresse, halt die Presse, das macht die AfD. Und das ist falsch. Wir haben eine Pressefreiheit, sie dürfen alles schreiben, aber wir dürfen mit denen reden. Und wir dürfen sie aufklären, wenn sie falsch liegen. Und wenn es Blödsinn war oder Bullshit, Bullshit. Danke, das wollte ich haben. Dann darf man das nicht so halt haben, dass man sagt, das sind Feinde oder die sind wirklich hier gegen die Demokratie oder gegen die Freiheit oder gegen die Menschenrechte. Weil das ist es nicht. Wir haben eine Pressefreiheit, das ist ein gutes Errungenschaft, die wir haben. Auch wenn jetzt Zensur eingeführt wird, aber die Pressefreiheit ist davon echt nicht berührt. Und wir müssen mit den Leuten reden, wir müssen im Dialog bleiben. Weil es geht nicht, dass man sich abkapselt und nur in eigene Filterblase lebt. Weil damit würde man nur zementieren, dass die anderen eben in ihrer Filterblase bleiben. Und wenn jeder in seiner eigenen Filterblase bleibt, dann können wir auch keine Demokratie haben. Deswegen, seid höflich, seid nicht beleidigend. Wenn ihr was Falsches in der Presse liest, stellt es klar, aber höflich, dass es Personen vielleicht ein bisschen an Kompetenz gewinnen könnte. Jeder darf dazulernen und jeder darf seine Meinung auch in Zukunft ändern. Aber es ist falsch, die Leute pauschal zu verteufeln. Die sollen ihre Verantwortung übernehmen. Genau, die sollen ihre Verantwortung übernehmen, aber man muss auch sagen, die Leute in den Redaktionen sind unter großem Zeitstress und viel zu schlecht bezahlt. Daniel Kaspari, Axel Voss, Helga Trüpel haben immer ein Feindbild beschworen, das der großen amerikanischen Konzerne, die durch Artikel 13, Artikel 11 und Artikel 12 geschwächt werden sollen. Allerdings, welche Konzerne sind die, die das Kapital, das Know-how besitzen, um Uploadfilter zu entwickeln? Genau, die großen amerikanischen Konzerne. Und wer wird dann diese Uploadfilter lizenzieren müssen, weil sie eben nicht diese Filter selbst entwickeln können? Kleine europäische Unternehmen. Das heißt, die kleinen europäischen Unternehmen werden mit Geld und ihren Daten bezahlen müssen. Alles wird durch Google und Facebook laufen. Und damit werden Artikel 11 bis 13 das genaue Gegenteil von dem erreichen, was die EU eigentlich damit erreichen möchte. Und aus diesem Grund ist es umso wichtiger, dass ihr jetzt wählen geht und dass ihr auch dem Justizministerium klar macht, dass sie ihre Stimme für Artikel 13 zurückziehen müssen. Vielen Dank. Eine Sache muss man bei diesem Upload-Filter nämlich auch nochmal mitdenken, wenn Google zum Beispiel den besitzt. Alles, was ihr hochladet, wird gefiltert und auch an Google geschickt und die wissen dann, was ihr hochladet. Also auch in der Hinsicht des transparenten Users ist es ein riesiges Problem. Nicht nur, dass die Meinungsfreiheit unterdrückt werden kann, sondern man wird komplett durchgefiltert. Bis jetzt ist es ja so, dass wenn ein Bild hochgeladen wird irgendwo, so Google erstmal nicht weiß, was das ist. Jetzt hat es Datenbanken und kann das damit abgleichen und wird sogar dafür noch bezahlt, das zu tun. Nur ganz kurz, was ich auch wichtig finde, was der Mann mit der Mütze vorhin gesagt hat, sorry, ich und Namen, hört uns zu, ist auch etwas, was wir laut zusammen schreien sollten, weil diese Botschaft ist immer noch nicht angekommen. Hört uns zu! Hört uns zu!